Biotech-Unternehmen gründen und im Bereich Medikamentenentwicklung mitwirken. Das soll auch in Tirol bald passieren. Denn die Region Innsbruck hat mit einigen Life-Science-Ausbildungsstätten großes Potenzial. In Hall findet deshalb die erste Biotech-Konferenz in Tirol statt. Gründungsideen präsentieren und Kapitalgeber gewinnen. Das ist das Ziel der ersten Tiroler Biotech-Konferenz an der UMIT in Hall. Dabei geht es um klassische Entwicklungen, die in Richtung Pharmaindustrie gehen können. Studierende treffen auf finanzielle Förderer und bekommen Tipps, wie auch sie den Schritt zum Erfolg schaffen können. Dass man sagen, wie kann ich meine Idee entwickeln, was muss ich alles beachten, welche Stolpersteine sind gegeben und wie kann ich mit dem bestmöglich umgehen. Und heute haben wir Top-Speaker da, die einfach sagen, Innovation Challenge im Life-Science-Bereich, was heißt das? Wie kann ich erfolgreich werden, was muss ich beachten, was sind die nächsten Schritte? Und heute geht es um diese Punkte. Gesundheitswissenschaften haben nämlich in Tirol großes Potenzial. Allerdings sind Entwicklungen im Pharmabereich meist risikobehaftet. Es gibt vieles, das man beachten muss. Erfolgreiche Beispiele aus Kanada beweisen aber, dass man den Durchbruch schaffen kann. Wir haben vor, ich glaube, 7 Jahren in Kanada eine Niederlassung gegründet. Dort in der Zwischenzeit 9 Unternehmen gegründet. Von denen derzeit schon 1 oder 2 verkauft wurden an Partner von uns und weitere Leute einstellen in den Schwerpunktgebieten Krebsforschung, Immunologie, seltene Erkrankungen, Neurologie. Zum ersten Mal findet die Biotech-Konferenz in Tirol statt. Damit sollen vor allem junge Menschen zu weiteren Entwicklungsschritten motiviert werden. Das ist wichtig, damit wir den jungen Leuten, also sowohl unseren Mitarbeitern als auch unseren Studierenden, zeigen, was sie für Möglichkeiten haben. Das ist ja, wenn man so im Tagesgeschäft ist und so eingespannt ist in dem Bereich, wo sie da forschen und arbeiten, lehren, da haben sie oft nicht den großen Überblick, was man noch alles machen kann. Und deswegen ist es gut, wenn sie hier mal die anderen Facetten auch präsentiert bekommen. Für Landesrat Bernhard Tilk ist es wichtig, dass Tirol einen weiteren Schub in der Unternehmensentwicklung im Bereich Life Science macht. Dadurch sollen nämlich Arbeitsplätze geschaffen werden. Sei es im Bereich Therapeutika, sei es im Bereich der Therapie, im onkologischen Bereich, im Bereich Alzheimer, im Bereich Entzündungen. Und da ist natürlich das, was am Standard geforscht wird, ein High Potential, wie man heute so schön sagt, und wirklich, glaube ich, auch Arbeitgeber der Zukunft auch sein zu können. Förderungen von Seiten des Landes und der Republik unterstützen bereits Forschungen an heimischen Universitäten. Doch nur mit Risikokapital von Kapitalgebern kann man langfristig erfolgreich sein.